Hallo Leute und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Clash City. Mit dabei sind wieder... Wie viele Folgen willst du noch am Stück aufnehmen? Zwei, also oder noch eine, die oder noch eine vielleicht, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich brauche halt ein paar Folgen. Ich werde aber zwischendurch auch ein bisschen Fortnite bringen, eine Season 5 und sowas. Oder ist schon gekommen, ich weiß nicht wann. Okay. Kommt drauf an, wann das Video kommt. Du musst natürlich egal, ich werde... Ich werde ihn natürlich voll erfahren. Ein Battle Pass. Ja, ich werde den mir kaufen. Ja, wie soll ich den erfahren, wenn ich nicht Rette die Welt habe oder so? Sonst hätte ich ihn Moritz. Ja auch... Ich meine, ihr habt ja Rette die Welt geschenkt bekommen, ja? Also ihr braucht da nicht reden. Ich hab das nicht. Ihr das wollt es erfahren. Ich könnte mir auch Rette die Welt... Ich könnte mir Rette die Welt auch kaufen, 40 Euro, aber... Bin mir halt am überlegen, ob ich es mache. Ja, ich will es doch tun, weil das steht da bei WKB, das wird voll gratis. Dann gibt's es nicht mehr Rette die Welt, oder? Dann wird's gratis. Doch, aber nachher kriegst du die Dinge ja, Belohnung nicht. Ja, ich muss schauen. Ich muss jetzt schauen, wann ich das mache, ne? Also, du kriegst dann keine V-Bucks mehr. Ich hab zurzeit irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte zurzeit mein Geld irgendwie sparen, weil ich ja Gamescom gehe und... Du willst dein Geld sparen? Digga, schon. Du kaufst dir gerade den Battle Pass. Ja, es sind nur 10 Euro, aber jetzt für 40 Euro wieder... Ja, aber eigentlich möchte ich eher sparen wegen Köln und so. Kostet ja viel. Habt ihr Erde? Ich werde vielleicht bei der Gamescom einen Merch oder so kaufen, ich weiß ja noch nicht was. Vielleicht kaufe ich ein Merch oder so oder ein T-Shirt, wo Gamescom draufsteht. So ein Armband und so habe ich alles vor. So, Hobby. So ein Schlüsselanhänger und so. Ich habe alles noch vor. Easy get dragged, ja, du hast es wegen Kumpel von dir, aber ich... ich muss erstmal selber hinfahren. Das ist ja auch eine... Boris ist eine Schaufel schon an. Eine krasse Situation, sag ich mal. Und genau, also was ich mal erzählen könnte, Leute, am 1. September, also ich werde Anfang September dann arbeiten fahren, also ja, muss dann jeden Tag arbeiten. Fährst du kein Auto? Ja, aber mit dem Bus oder so, ich muss mal schauen, wie ich das Ganze mache. Wir können ja nicht in den Bus steigen, weißt du, wo man da ankommt? Ja, wir können ja fragen, wo sind die Holländer? Wir sind ja nicht in Deutschland, ich kann kein Holländisch. Na, wir sind hier nicht in Deutschland, ich kann kein Holländisch. Fliegende Holländer, ja, hat er doch eh gesagt. Na? Doch. Herr Wetten schon. Er hat sich versprochen, er zockt. Wir sind ja in Holland, ich kann kein Holländisch. Aber der zockt, Digga! Jetzt eskaliert er komplett. Wir sind in Holland, du kannst... Oder ihr könnt 10 Stunden mehr so nach unten zusammenschneiden, wie so. Wollt ihr da beweisen, dass wir hier in Holland sind? Geh, okay, du musst echt mal so ein 10 Stunden Video bringen. Was soll ich da machen? Fabian. Moritz, hinter dir ist er. Nee, irgendwas. Danke. Keine Ahnung, irgend sowas. Irgend so ein. Oder ich weiß nicht. Oder eine Stunde zumindest. Irgend so ein. Keine Ahnung. Stefan? Ja? Hast du zwei Weizen? Zwei Weizen? Ach, es ist so dunkel. Ich hol. Ja, jetzt ist etwas Nacht eigentlich. Ich hol Weizen da, Moritz. Da unten hier, in der Mine. Wie viel Weizen brauchst du zwar? Ach so, da. Das meinst du. Ja, warte, ich bring's dir. Weil hier werden die Samen einfach gar nicht mal beleuchtet. Alles klar. Brauchen ja Licht. Und wie schaut's aus? Alter, wir haben schon viele Viecher. Ja, aber leider reicht ja mein Weizen aus, also ich muss jetzt warten, bis er ein bisschen... Oder na, warte mal, wir haben noch oben noch! Wir haben ja gerade zwei Eier. Wir müssen rauskommen. Wir haben mal wieder... Ein Wichser! Einfach hier um schau das... Schau mal, er haut ab! Das Hühnchen haut ab! Erstmal während der Fotos essen. Wir können es ja hier einfach reinschmeißen. Warte bitte, kurz. Was Hausparty? Hey, jetzt doch nicht. Ich komm schon. Nein, ich war gerade eingeladen. Du hörst mir nie komplett zu. Du hörst immer so den Holten Socks. Ach so, ja, sorry. Oh, Junge. Moritz, ich komm gar. Oh, fuck, ist hier schon wieder... Ja, sind schon wieder Zombies. Stefan. Nein, und ich bin unten. Deswegen fall ich nie mit der auf. Ja, geh mal, wer hat dich bei Hausparty eingeladen? Das ist ja wohl die richtige... So Smashy Boy. Hä, wieso kommt er nicht online? Ja, folge mir. Ja, dann kann er doch mitspielen.
Wo ist das Wert ist hier? Was? Nee, anstatt Hausparty. Nee, ich mach bei meinen Schafen so Terraria. Ja, so, ach so, für die Schafe zum Züchten oder so. Ja, genau. Das ist nur so eine Möglichkeit, so wie so erfunden. Ich hab's, Moritz. Was? Schön. Willst du zuschauen? Ja. Oh nee, bitte nicht. Schafe. Die sind schon fleißig. Olifant, du hast Eisenrüstung, hab doch nicht so Angst. Ja, egal, der explodiert relativ schnell. Man konnte nicht füttern, wenn sie keine Haare haben. Stefan, er explodiert richtig schnell, das glaubst du mir gar nicht. Wegen dem scheiß Cooldown, so hätte ich den Easy geklatscht. Aber Cooldown, ja, ist das dann nicht mehr so leicht. Digi, ich suche jetzt einen Creeper. Schau, hier ist ein Creeper, Digga, und schau mal, wie schnell das geht. Ohne Rüstung. Easy. Oh Junge. Schau, ich hab ihn besiegt und hab mir 2 Schaden gekriegt. Meine Rüstung ist nicht kaputt gegangen. Alter, wie Skelett schießt der 5 Meter lang. 5000. Echt? Ich dachte, ein Creeper kann einen komplett zerstören, wenn man keine Rüstung hat. Okay. Okay. Boah, die sind ja fleißig, Moritz. Von. Was illegale Website? Ja, war schon wieder. Darknet. Hä, illegale Website? Hä, welche meinst du denn? Nitrate oder was? Hä? Darknet. Alles so keine illegale Website. Darknet, das Darknet. Nitrado ist aber teuer, Gamer. Darknet. Du meinst. Via GoGo. Hä, dort kannst du keine Server hosten. Hä, ich glaube, das ist illegal. Ja, nein, eigentlich, ja, weiß ich nicht. Kann man schwer sagen. Ist viel zu teuer. Ja, ist halt, ist so eine Seite, dort wird halt, wenn du was gekauft hast, kannst es dort weiterverkaufen. Das ist, du kannst selber aussuchen, wie viel das kosten soll. Du kannst ein Ticket für 20 Euro kaufen, weiter für 100 Euro verkaufen oder so. Das ist ja nicht illegal. Das ist einfach nur, naja, einfach nur ein Website, wo du Sachen verkaufst. Naja, so legal. Ja, aber du kannst ja mit dem Ticket immer gehen von einem anderen Menschen wieder. So legal ist das jetzt auch wieder nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist halt keine geile Seite, ja. Es ist einfach nur Ja, genau, also. Doch, es ist schon. Ein bisschen ist es schon. Es ist zwar nicht illegal, aber wer halt dort kauft, der ist halt ein bisschen selbst schuld, ne? Weil. Ja, das schon. Aber wenn du jetzt Tickets kaufst oder so. Die eigentlich so, keine Ahnung, 100 Euro kosten, zahlst du dort schon mal gern 500, 600 Euro. Für das Gleiche. Und dann ist nicht mal die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass du das, dass du das bekommst, ne? Da kriegst du dann. Bitteschön. Ich hab durch Videos erfahren, ne, wenn du dort ein Ticket kaufst, was jetzt zum Beispiel so ein Konzert, wo du halt sitzt, ne, kommt da so ein Stehticket an, wo du nur stehen musst. Also es ist. Ne, ist keine geile Seite. Die zocken dich eigentlich zu 100% ab. Nee, würde halt dort nichts kaufen. Traurig, dass es solche Scheißseiten gibt und dass es so behinderte Wichser gibt, die so eine Seite überhaupt machen. Also, ich weiß nicht, aber meine Meinung, einfach nur total scheiße, die Seite. Das haben mir auch schon damals Leute gesagt, aber ich habe das nicht geglaubt. Hab ein paar Videos angeschaut, dann, ja, da hat irgendwie Norddeutscher Rundfunk so ein Video darüber gemacht. Einfach mal ein paar Videos zu der Website anschauen via GoGo und dann wisst ihr Bescheid, was das für eine Scheißseite ist. Also wenn ihr einfach Gamescom-Tickets haben wollt, einfach auf die Gamescom-Seite und dann passt das eigentlich schon. Dann kauft. Boah, sind das für Viecher. Alles andere ist irgendwie dumm. Oder würde ich halt nicht wirklich empfehlen, dort oder woanders halt zu kaufen. Weil man ist halt dann selber schuld, ne? So. Klar. Oder schau mal, wie viele Viecher wir jetzt haben. Jeder kann. Aber die sind alle auf dem Fleck. Da kannst du zum Beispiel Fußballtickets für die WM kaufen und du siehst, du kriegst den lächerlichsten, schlechtesten Platz ever. Ja, so. Und die Chance, dass du reinkommst. Die Chance, dass du reinkommst, ist auch nicht so groß. Weil beim Gamescom-Ticket steht da der Name drauf, ne? Es steht da drauf, ja, Fabian, Punkt, Punkt, Punkt zum Beispiel. Ich sag jetzt nix. Einfach Vornamen, Nachname, ne? Und dann,
Ja, das steht halt drauf, und wenn da jetzt eine andere Person reingeht und die dich kontrollieren mit Personalausweis und die dann merken, ja, das ist doch gar nicht der, dann kann es sein, dass die dich vielleicht gar nicht reinlassen. Also, ja, meistens kontrollieren die. Die kontrollieren eh nicht, aber man weiß ja nie. Das kann man nicht von Anfang an schon wissen. Also, ich war auch noch nie bei der Gamescom. Ich war ja auch noch nie bei der Gamescom, und es kann trotzdem sein, dass die halt kontrollieren. Es könnte halt sein. Mein Vater fragt mich voll oft, ob ich auf die Games gucken will, aber ich sag nein, weil ich keinen Bock auf die Sache. Ach du Moritz! Echt, hat dein Vater dich gefragt? Ja, ich kenn gerne, aber. Ja, du hast ja Verwandte in der Gegend von Köln oder so. Deswegen ist das eigentlich. Was? Der hat einfach Eisen gedroppt, oder ist jetzt dein. Deswegen ist das nicht so das Problem. Ich habe ja auch ein bisschen Verwandte so in NRW, aber ist nicht so nah an Köln. Also Daniel weiß das. Mit Daniel habe ich schon gesprochen. Aber ist ein bisschen weit. Aber Fabi, ich hab irgendwie keinen Bock, weil ich warte eigentlich, was da alles ist so. Und wir noch wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn ich mehr war's von drin. Ja, wie werden dir dann als irgend so ein scheiß Baby-Zombie, Stefan. Der dritte, oder? Genau, Moritz, ich werde dir dann erklären, was wir alles so gemacht haben. Jo. Ja, es ist in jeder Gamescom ist anders. Es sind immer andere. Es ist dort so ein Racer-Stand auch so, wo ein Racer ist und so. Was? Boah, immer so. Ja. Ja, Racer-Stand und so ist auch dort. Rocket auch. Dann Mifcom zum Beispiel ist, glaube ich, dort. Case King. Auch ein geiler Shop eigentlich so, wo man PC-Teile kaufen kann. CaseKing.de. Da ist auch Roman dabei. Ich nehme mal 5000 Euro mit. Also Roman. Kann man deine PC erstmal haben, wir gönnen dir. Ja, nein, da kannst du halt alles anschauen und so. Und Autogrammstunden. Müssen wir kaufen. Nee. Nee, ist eine Seite. Auf der Seite kann man PCs kaufen, aber. Achso, na, Fabian, ich bin doch deppert, aber ich weiß, dass du cool bist, lol. Alles klar, übertreib halt. Das waren alles Lügen. Ja, nein, Spaß. Also bei Case King. Also ich glaube, die Heulmaschine ist auch dort, ja. Weil, genau, PC-Welt hat ja. Geil. Also genau, PC-Welt. Genau, PC-Welt. Macht jetzt die Heulmaschine X und ihr neues Projekt und deswegen, ja. Vielleicht ist sie auch auf der Gamescom, wer weiß. Also ich weiß, dass PC-Welt auf der Gamescom ist, also Fritz und Michi von PC-Welt, die sind dort, haben sie gesagt, aber was genaueres weiß ich jetzt nicht. So, es reicht genau, danke, Alter. Wir können ja eine ganze Video über die Gamescom quatschen. Let's go, genau rein. Ich kann die Knall Spaß. Jetzt haben wir nur noch die Kisten irgendwie runterbauen. Also wir müssen unten jetzt eigentlich nur noch ein Lagerhaus aufbauen. Okay. Und dann mit meine ich alles so eine Spaß. Lagerhaus, alles muss raus. Lagerhaus. Gamer. Du stinkt dir. Das labert wieder. Labert. Was? Am Geist, wenn wir noch. Also, was machen wir jetzt mit dem See? Am besten, wenn man echt nur Kassian mitten machen würde, aber. Boah, jetzt hat der Op oder was? Weiß der Kasti? Der Kasti. Der Kastian, wie Daniel immer sagen würde. Du kannst Daniel. Kannst das Ballon machen? Boah, jetzt war. Und der Olli an der Leine, dann kann auch mal das Ballon. Ja, mach ich eben, Alter. Ich hoffe. Luda, ist kein Minecraft, was soll das? Ja, was an, dass wir runterkommen, bestimmt. Automatisch. Das ist Minecraft. Vor allem, was bleibt das hier? Ja, was ist das? So eine Fläche, oder? Wie immer. Ja, das hab ich gebaut hier. Moritz, ich will nichts sagen, aber ich denke, ich hab grad dein rotes Schaf mit dem. Boah, ich kann grad überhaupt nicht bauen, gerade, sorry. Der Ernst, das wird dir machen, du Spaß. Ich mach hier einfach so ein bisschen. Oh, Scheiße. Ja, klatsch das einfach drüber. Geh mal hier auch bitte noch. Ja, warte, mein Katz hat wieder unten was. Ja, es hat echt wieder. Oh. Wow. Ja, ich bauen alle automatisch durch die Gegend, ohne dass ich das Board. Nun, ich brauche doch nur zwei Eisen. Oben sind zwei Eisen. Hey, darf ich es auch nicht außernehmen? Ja, nimm dir an. Ist doch bei uns der Clan dabei. So, jetzt passt es besser. Das ist doch so. Was ist das? Also, wir müssen jetzt erstmal diese ganzen hier runter. Nach unten
aber das ist ja nicht wild, weil wir müssen erstmal hier. Boah, Alter, da ist ein Loader ausprobieren, Leute. Wow, Moritz, das war. Halala! Alter, wir hätten die Beine weg, Alter. Da hat sich dieser Angestellte angeschossen. Danke. Lalalal. Boah, ich glaube, ich mache jetzt noch hier schnell den Weg rauf und dann war's das hier mit der Folge. Ja, würde ich nicht sagen. Echt, warum? Hilf mir! Na. Oder ich mach das mit Kies. Ich war... Hey, was war das denn? Ich war Roberto. Stefan, warum leckst du so? Ja, na, das ist der Stefan. Ach so. Boah. Ach so, sorry. Hey. Woher kommen die Viecher? Au. Boah, Alter, was ist das? Kommt die einfach so runter. Na, Stefan, vielleicht das so. Ich schau den so an, auf Arme fliegt das auf Viech runter. So, what the fuck? Boah, das kann ja nicht sein, aber das passiert aber nur. Boah, na. Das sieht aber nur mir, gell? Jetzt haben wir keine Samen mehr. Hä? Ich kann das nicht pflanzen? Ja, warte mal, weil so die Fackel weg ist. Alles ist weg wieder. Alles ist aufbauen. Ihr bist nur. Boah, der Weg ist geil. Stefan, das Geld nicht. Ich muss das mal die Pflanze. Ich muss das jetzt mal hier beim Wurst anbauen. Und hier muss er auch nicht. Ihr hast du noch Agatha? Nein. Aber irgendwie passt es ja perfekt, dass ich im September dann arbeiten anfange und dass ich dann einfach, also ich mache eine Lehre, ne? Also, ja. Aber mehr sage ich dazu nicht, also ich möchte darüber jetzt nicht so reden. Ein paar Leute wissen es ja eh, die mich besser kennen, die wissen das ja. Was wissen wir? Ach egal, was sage ich euch später. Ihr wisst es ja eigentlich eh schon. Aber egal. Ach so, die Sase mit der... Oh. What? Hallo, ich hab's schon wieder. Super gemacht, Fabi, super! Warum ich? Weil du schuld bist. Oh, flauschig! Warum, weil ja, ich schuld bin? Weil ich schuld bin. Er verwandelt sich wieder in einer Enten, pass auf. Hä, ja, Moritz, ich dachte, ja, du machst das. Wieder Enten. Danke, Fabi. Danke, Fabi, danke. Du Bagmoch, haben wir wieder. Stefan, doch hinter ist. Oh, Stefan, die Ente, auch nee. Hey, Stefan, wie machst du die Scheiße? Alter? What the fuck? Das ist Stefans Raucherstimme übrigens auch. Da der Ente ist Raucher. Ach so, die Raucherstimme. Mein Esel. Der Esel muss nicht mitkommen. Er muss halt sterben. Stefan, bitte nah. Bevor nochmal Creeper kommt. Der guckt da runter, Klo. Dolika-Zaun, schau! Oh, die hatten hier, den habe ich auch verschmissen, weil ihr den mal braucht. So. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier das Lager bauen. Stefan, willst du so einen Eigenraum haben dafür? Oder soll man das hier in den ganzen Raum wieder alles ausgraben? Okay, Gamer! Ein Eigenraum. Ein Eigenraum, okay. Was braucht man eigentlich Eier in Minecraft? Kuchen. Für unser Hühner. Kuchen. Ja, Kuchen, habe genau. Ich ja schon gesagt. Für, ja. Aber nur für Kuchen. Ja, für mehr Hühner eigentlich. Nur für Futter. Für Essen. Ansonsten sind die. Ansonsten sind die gleich scheiße. Oh. Gleich scheiße Mutter wie Schneebälle. Also so wie du ungefähr? Oh, okay. Nein. Piep. Ich wollte es falsch testen, aber es ist mir eigentlich gerade relativ wurscht. Weil ich will eine Wurst. Eine Wurst? Okay. Echt? Moritz Murat. Was sind wir zum Murat? Okay. Ja, genau. Alala. Murat. Dann geht's zum Moritz für die Wurst. Alala. Wenn er Murat hört. Moritz, boah, das braucht jetzt Tage, bis ich es. Nee, Moritz. Wie falsch ist das? Alala. Dix, jetzt geht's zum Moritz wieder besser. Alala. Nein, ich glaube, Moritz ist kaputt. Alala. Der Moritz ist kaputt. Alala. Der von dem Moritz schnell reparieren, der Moritz ist kaputt.
Alala. Lass meine Schafe! Und jetzt ist. Ich hab orange Schafe! Das sind schon zwei orange Schafe. Warte, was soll. Warte, ich hol mal blaues, okay? Warte. Ja, blaues? Ja, warte. Wie kriegt man nochmal blau? Wo ist das nochmal blau her? Lapis. Ja, Lapis, stimmt. Ich habe diese Version noch gar einziges Mal Lapis gesehen. Achso, habt ihr noch keinen Lapis? Okay. Na? Hä? Ja, aber so. Es gibt hier und da Blume, die ist violett. Dann brauchst du ab. Ja, das noch blaue. Ja, ja. Nein. Es gibt da blaue Blume, glaube ich. Aber es gibt da violette Blume. Ja, das schon. Violette Farbe. Noch mit weißer Farbe kriegst du blau aus. Ja, aber die ist echt schwer zu finden. Ja. Durch das jetzt. Da hinten boxt es. Alles. Warum hast du sie dann nicht direkt? Nein. Da hinten in dem Biom wächst du. Wo diese Mushrooms aus haben. Ja, das war sie wohl. Ich dachte, du hast schon mal. Da hab ich sie. Vielleicht krieg ich doch eine Anna-Anzeige. Eine Geige. Anna-Anzeige? Anna, du kriegst dann rosa aus der. Dann nimm einfach rosa. Dann misch mal einfach irgendwelche Farben mit rosa. Grau mit rosa sollte doch funktionieren. Oder ich schau noch ein bisschen. With Cokes. Oaks. Aber blau ist ja Grundfarbe, also kommen wir jetzt einfach. So, meine Damen und Herren. Welcome to the Let's Play. Ist hier eine Base? Welcome to the Let's Play to Briefing Fabian. What? Hey, Stefan, hier unten ist der Base. Du kennst die schon. Hier drin. Mann. Oh lol. Ja, hier unten ist der Base. Hier drin. Klauen wir das einfach oder nicht? Ist ja nur weg. Was ist das? Eine Base. Meine, was? Irgendeine Base. Keine Ahnung. Von also wem? Irgendeine Base. Boah, du kannst ein bisschen klaren Base machen. Ah ja, genau. War der Hole, war. Alles klar. Stefan, wie gefällt dir der Weg? Mir gefällt dir der Weg. Also, er schließt ein leichter. Wie guckt man da eine? Achso. What is this? Ich glaube, ich sie kuscheln. Ei. Da wollt ihr kuscheln mit Du schaffst die Karte zurück nach. Warum ist rotes, ich hab gelbes. What the fuck habt ihr? Ah ja, genau. Das sind die Hellerkopf, das ist nein, das ist ja nur normal. Das ist ja illegal. Man darf nicht irgendwo anders hinschauen. Also das hätte auf London schauen. Man darf nicht mal einen Hammer gucken. Nach London. Das ist der Lou. Okay. Mit mir eine große Hose, wenn ich mit das sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also das sehe ich gerade, wenn ich es aufnehme. Das sieht auf jeden Fall extrem geil aus. Gut, ich beende jetzt hier das Video. Geht schon. Dislikes auf jeden Fall alles. Ja, genau, also. Ja, genau. Ja. An die Botter, ne? Botter. Ich habe auch schon mal. Also, mir ist halt aufgefallen, irgendwie, dass wieder irgendwelche Leute anfangen, bei mir Dislikes zu botten oder was weiß ich, ne? Schon vier. Bei vier Videos und bei der ersten Folge Craft Attack, ne? Ich guck so rein, ja, zuerst null Dislikes, ne? Dann sehe ich ganz live, also ich habe das live gesehen. Da stand so, dann so vier Dislikes, ne? Dann aktualisiere ich dann so fünf. Dann auf einmal sechs. Dann sieben. Ich hab immer aktualisiert, ne? Da habe ich mir gedacht, hä, da musste irgendein Hurensohn botten. Also Doppelmittelfinger an dich, wenn du es hier siehst, ne? Wie auch immer du mich abfuckst. Du hast Tanzverbot. Ja, nee, ich mag Tanzverbot eigentlich, aber ich schaue ihn halt nicht mehr so aktiv. Aber ich habe letztes Mal wieder reingeschaut. Doppelmittelfinger, Fabian. Aber nee, ich hasse das einfach. Oh, jetzt bin ich hier. Nee, ich mag das einfach überhaupt nicht, wenn man hier einfach anfängt zu botten. Ich meine, es bringt euch eh nichts und erstens, ich verdiene eh nichts mit YouTube, also was wollt ihr? Einfach. Ist so, der Fabian ist mal. Immer mal pink. Deswegen, mich regt das halt ein bisschen auf, aber. Ich muss mal mischen pink und welche Farbe? Naja, dann sehen wir es. Ich würde sagen, grau. Grau? Ganz ehrlich, weil es ist halt ein bisschen dunklere Farbe. Okay. Stefan, Mission failed. Oh, gut, ja, dann ich beende jetzt das Video. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.